egal, ich gehe jetzt lieber ins Lager zurück. Für den Fall, dass er eine überraschende Intervention war. Gute Idee. Störsender hackt. Alles klar. Zugriff gewährt. Irgendwas müssen Sie gerade gemacht haben, Jensen. Vier unserer GPL-Signale sind wieder da, darunter auch Ihres. Cos Corvin Ferity. Ich empfange Dr. Reed nicht. Schicken Sie mir die Koordinaten, die Sie haben. Und Pritchard, melden Sie Seraph. Kann ich nicht. Während Sie nicht erreichbar waren, hat Mr. Darrow ihn... Bill Taggart und die UN-Delegierten nach Fanshire eingeladen. Sie sind auf halbem Weg in die Arktis. Na toll. Ich bin hier! Raus!
Zugriff gewährt. Aus meinem Labor. Leute wie Sie haben hier keinen Zutritt. Freut mich auch, Sie zu sehen, Dr. Colvin. Was? Warten Sie. Ich kenne Sie. Sie waren Serifs Sicherheitschef. Ein schöner Beschützer sind Sie. Vorsichtig, Doc. Ich bin beim Versuch, Sie zu retten, fast gestorben. Oh. Und jetzt sind Sie hier, um mich zurückzuholen. Tja, vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht habe ich hier ja mehr, als ich bei Serif je hatte. Würde Wassili Sevchenko das auch so sehen? Sie haben ihn umgebracht und seine Leiche weggeworfen. Das ist nicht wahr! Glauben Sie mir. Oder haben Sie diese Mörder so sehr manipuliert, dass Sie gerne Ihre Spielzeuge basteln? Das war kein Spielzeug. Es war ein Software-Upgrade, das die Funktion eines Biochips begrenzt. Sie sagten mir, es dient der Massenkontrolle. Ist Wassili wirklich tot? Haben Sie die Leiche gesehen? Das, was davon übrig war. Oh mein Gott. Ich hätte auf ihn hören sollen. Dr. Colvin, ich muss die anderen Mitglieder Ihres Teams finden. Aber Dr. Reeds GPL sendet nicht. Sie ist in der gesicherten Zone. Da wimmelt es von Wachen. Dann muss ich die Wachen loswerden. Lenken wir sie ab. Wie wär's mit einem Laborunfall? Sind Sie dabei? Nach allem, was diese Schweine Wassili angetan haben? Natürlich. Aber ein kleiner Zwischenfall in diesem Labor wird nicht reichen. Nein. Aber wenn noch ein paar Labors hochgehen, gleichzeitig. The Clan und Eric. Natürlich. Interessante Idee, Mr. Jensen. Ehrgeizig, aber riskant. Das Timing wird entscheidend sein. Ich koordiniere den Angriff. Aber Ihnen ist klar, dass das Ganze auch nach hinten losgehen könnte. Ich bin kein Mauerblümchen, Mr. Jensen. Aber es könnte ein anderes Problem geben. Sie orten Ihre GPLs, oder? Ich habe mich schon gefragt, wie wir das Problem umschiffen. Sie sind ein kluger Mann. Genau wie Wassili. Er wollte Ihre Ortungs- und Störprotokolle mit einem Virus deaktivieren. Vielleicht wissen The Clan oder Eric mehr darüber. Okay, warten Sie auf mein Signal, Dr. Colvin. Wenn Ihr GPL vibriert, fingieren Sie den Zwischenfall. Verstanden. Und tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Zugriff gewährt.
Feind auf der Flucht! Feind auf der Flucht!